Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schaut mal, was ich gerade hochgetragen habe. Deshalb bin ich leicht außer Atem. Der Postbote hat es schon vor ein paar Tagen gebracht. Und zwar von einer ganz, 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 ganz lieben YouTuberin und Freundin mittlerweile. Es wird ein Unboxing geben. Das machen wir gleich gemeinsam auf sozusagen. Ich muss auch dazu sagen, dass in der letzten Zeit ganz viele Pakete hier eintrudeln mit Dingen, die ich kaufe fürs Baby. Und deshalb ist unser Tischkicker auch total belagert. Ein, zwei Teile kann ich euch dann auch noch zeigen, wenn ihr möchtet. Das interessiert euch ja auch immer als kleine Inspiration, was ich so fürs Baby bestelle. Aber der Tischkicker, der muss definitiv auch demnächst da verschwinden, weil da der Stubenwagen hin soll. Also bei uns nennt sich das ja Bollerwagen, aber scheinbar nur bei uns. Da gab es nämlich ja so eine kleine Diskussion auf Instagram, also positiv, weil da ganz viele das nicht verstanden haben, warum ich Bollerwagen sage. Aber ich werde wohl kaum mein Baby in so ein Teil reinlegen, das die Männer an Vatertag ziehen. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, wir machen jetzt das Paketchen auf. Ich würde sagen, wir gehen aber hier rüber ins Wohnzimmer. Dazu muss ich aber die Jalousien erstmal hoch machen, damit es nicht ganz so dunkel ist. Ich habe auch noch einen Haul für euch abgedreht. Mal schauen, wann der online kommt. Ich bin voll außer Atem, ne? Okay, Jalousien fahren hoch. Ich würde sagen, ich hole jetzt mal das Paketchen und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Das hat jetzt lang gedauert, bis ich das gesagt habe. Also, Paketchen muss ich mit beiden Händen tragen. Das ist zu schwer mit diesem. Wartet mal, wir machen es so. Hilfe! Oh, es ist schwer. So, dann mache ich es mir jetzt mal bequem hier. Soweit es möglich ist hier mit dieser Riesenkugel. Also gut, ich hoffe, ihr seid nicht zu weit weg. Dann starten wir mal. Ich bin schon ganz gespannt und aufgeregt. Es ist wie Weihnachten, ne? Also, hier kommt mir jetzt schon mal ein Saft entgegen von Baby Love, ein Stillsaft. Cool. Probiere ich direkt mal, würde ich sagen, oder? Ich habe Durst. Oh, schmeckt sehr stark nach Eisen. Aber gesund. So, hier sieht es jetzt so aus. Oh mein Gott. Krass. Schaut euch das bitte an. Hey, ist die verrückt geworden? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Okay, also alles total schön verpackt. Dann sind hier auch noch so kleine Aufkleber drauf zur Erklärung. Wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also gut, fangen wir einfach mal an. Ich bin aufgeregt. Hier steht Milch bitte. Und voll schön eingepackt. Bio-Stilltee. Ah, das trifft sich sehr gut. Ich trinke nämlich sehr gerne Tee. Ah, cool. Den hätte ich mir mit Sicherheit auch selbst gekauft. Ja, von Baby Love. Das ist sehr, sehr praktisch. So, ich habe mir mal kurz die Haare aufgemacht. Also, dann machen wir weiter. Hier ist ein Herzchen drauf. Ich habe euch noch gar nicht gesagt, von wem das Paket ist, ne? Und zwar von der lieben Stella. Ihren Kanal verlinke ich natürlich unten in der Infobox. Eine ganz, ganz liebe, wirklich. Also, ich habe die so in mein Herz geschlossen. Die hat auch drei Kinder. Der Darian, der ist jetzt ganz klein. Und dann hat sie noch den Jason, der ist in dem Alter vom Moritz. Und dann die kleine Julie, Julina. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil ich und Namen, das ist ein bisschen schwierig. Jedenfalls ja, mag ich sie super gerne und wir hören uns auch jeden Tag. Und das ist tatsächlich eine Bereicherung für mich. Ja, und deshalb würde ich mich total freuen, wenn ihr bei ihr auf dem Kanal vorbeischaut. Also gut, hier war wie gesagt ein Herz drauf. Und was ist das? Das sind Einweg-Stilleinlagen. Jawohl, passend zum Stilltee, ne? Sehr, sehr gut. Also alles, was ich gebrauchen kann. Jetzt steht hier, damit Bauchschmerzen keine Chance haben. Das sieht so aus. Also sie hat wirklich alles so schön verpackt, die Stella. Wahnsinn.
Ein Traubenkernkissen. Ach Gott, wie süß ist das bitte? Auch wieder von Baby Love. Genau, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir eben so eine Art DM-Tauschpaket machen. Eigentlich mit Dingen, die wir so am liebsten haben oder die eben passen für den anderen. Und ja, genau, das ist ja die DM-Eigenmarke Baby Love. Sehr, sehr gut. Damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Und hier steht auch, in Zusammenarbeit mit deutschen Behindertenwerkstätten hergestellt. Das ist natürlich super, wenn man das unterstützen kann. Dann geht es hier weiter. Was ist das? Ein Spülreiniger. Hä, das habe ich ja noch nie gesehen. Von Frosch. Scheinbar für die Fläschchen. Ach ja, und Schnuller. Cool. Kenne ich gar nicht. Mega, was es alles gibt, ne? Dann für unterwegs eine Windel. Sehr gut. Brauche ich natürlich für unterwegs. Für die Wickeltasche. Perfekt. Dann, die hat sich so viel Mühe gegeben. Schaut euch das mal bitte an. Hier. Es duftet, steht hier drauf. Vielleicht für die Badewanne. Von Balea. Ein Badesalz. Sinnliche Auszeit. Oh, das riecht aber gut. Mit Kokos-Lilienduft. Perfekt. Dankeschön. Sehr gut. Dann steht jetzt hier, entspann dich. Ja, sehr witzig. Sehr witzig, Stella. Ist nicht so einfach, ne? Mit 4 Kindern. Aber danke, ja. Ich werde es versuchen. Ein Schwangerschaftstee. Genau. Auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich trinke sehr gerne Tee. Und die Stella, die ist voll süß, die erkundigt sich jeden Tag nach mir. Fragt immer, wie geht's dir heute? Was macht das Baby? Wenn ich beim Arzt war, fragt sie dann auch immer gleich nach. Also echt total die Liebe. Hier steht, für lange Nächte. Was könnte das sein? Für lange Nächte. Vielleicht eine Lampe? So ein kleines Lämpchen, das man in die Steckdose packt? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Augenpads. Sehr gut. Ja, ja, hoffentlich habe ich nicht allzu arg lange Nächte. Oh Gott. Aber ich schlafe eh nicht so viel, wie man auch sehen kann. Deswegen trage ich ja gerne meine Brille, ne? Das kaschiert. Dann, ach schaut mal, hier ist sogar noch ein Briefchen dabei. Oh, den habe ich jetzt ganz vergessen. Mist. Okay, das kann nur mir passieren. Also, ich lese euch vor. Heidi, du bist ein unglaublich toller Mensch. Ehrlich, liebevoll und lustig. Ich bin froh, dass wir uns gefunden haben. Oh Gott, wie süß. Dankeschön. Oh, ich bin jetzt voll, werde ich rot? Liebste Heidi, ich hoffe, du verzeihst mir, dass es sehr viel für dein Baby geworden ist und weniger für dich. Auf einigen Paketen sind Hinweise, auf anderen nicht. Rate doch mal. Deine großen Jungs sind das nächste Mal dran. Küsschen, Stella. Okay, gut. Also, dann mache ich weiter. Braucht man immer. Steht jetzt hier drauf. Echt schön, auch immer mit dem Band. Ah, genau, das stimmt. Feuchttücher werde ich dann wahrscheinlich in mehrfacher Ausführung brauchen. Dann hier, da steht jetzt nichts drauf, das soll ich ja raten. Ist, irgendwie wie so ein Duschgel? Dusch, irgendwas? Duschöl. Jawohl, von Balea. Für trockene Haut. Das ist bestimmt für mich. Dankeschön. Ah, das ist so schön, das macht voll Spaß. Hey, das nimmt hier kein Ende, ne? Ich hoffe, ihr habt Zeit. Macht am besten kurz auf Stopp und holt euch einen Tee oder Kaffee, damit ihr euch weiter mit mir freuen könnt über so ein tolles Paketchen. Oh, jetzt habe ich hier gar nicht geraten. Okay, ich habe noch genug zum Raten. Ein Produkt von Pinaten. Wahrscheinlich für die Badewanne, oder? Ja, eine Wasch- und Duschcreme von Pinaten. Perfekt fürs Baby. Also das Baby ist ja erstmal ausgestattet, ne? So Baby-Hygieneartikel. Super. Dann sehr zu empfehlen. Was könnte das sein? Sehr zu empfehlen. Das ist irgendwie hart. Ist das ein Beißring oder? Nee. Ach, doch. Okay. Habe ich richtig geraten. Sehr cool. Wohltuende
Kühlung und Massage. So sieht es aus. Cool, danke schön. Super, und es sieht auch noch voll schön aus. Richtig tolle Farben. Mega. Danke. Hier steht nichts drauf. Was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt auch schlecht ertasten. Was ist das? Hä? Mundpflege Fingerling. Was macht man damit? Okay, muss ich mir mal durchlesen. Antibakteriell. Okay. Cool. Kenne ich nicht. Von meinen Jungs. Was steht hier? Damit dein Baby auf dich hört. Mhm. Okay. Hä, was könnte das sein? Hä, damit dein Baby auf dich hört. Okay. Du bist die Beste. Okay, da hätte ich jetzt auch echt drauf kommen können. Wattestäbchen. Super. Boah, das macht so Spaß. Und schaut mal, wie viel da noch drinnen ist. Wahnsinn, danke. Echt danke, Stella. Du hast dir so eine Mühe gegeben und es ist so viel. Wahnsinn. Ihr könnt übrigens dann im Anschluss noch gerne bei ihr vorbeischauen. Und da seht ihr dann, was ich hier alles eingepackt habe. Für ihre Mäuse, für sie natürlich und für ihren Mann ist auch was dabei und für die Hunde. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Dann habe ich jetzt hier noch Windeln von Babylove. Auch sehr, sehr gut. Kann ich natürlich auch perfekt gebrauchen. Dann für deinen Schatz. Fürs Baby jetzt oder für meinen Mann? Weiß es nicht. Von Belly Button Baby Streichelzart. Pflegecreme Gesicht und Körper. Wow, das sieht echt mega hochwertig aus. Sehr, sehr schön. Voll die schöne Farbe, ne? In dem Türkis mit den Sternchen. Cool. Dann haben wir jetzt hier noch ein größeres Paket. Das ist allerdings sehr weich. Das könnten vielleicht Stilleinlagen sein. Und ich liege falsch. Das sind Reinigungspads. So sehen die aus. Von Babylove. 60 Stück sind darin enthalten. Super, super. Echt perfekt. Also meine Wickelkommode, die ist ja dann schon richtig toll ausgestattet. Was haben wir denn noch? Machen wir hier weiter. Einmal baden, bitte. Ja, Badesalz wahrscheinlich. Jawohl. Von Balea, erholsame Momente. So sieht es jetzt aus. Ach, da freue ich mich. Muss echt mal entspannen, ne? Stella, hast du recht. Das könnte hier drin sein. Das sieht aus wie so eine Bürste, wenn man duscht. Nee. Voll falsch. Völlig falsch. Okay, ich kann es ja mal probieren, mich damit zu duschen. Da erklären mich dann meine Jungs für verrückt. Echt so. Das ist für die Flaschen natürlich, ne? Oh Mann. Dann haben wir jetzt hier ein kleines Paketchen, auch voll süß eingepackt. Vielleicht ein Schnuller. Es ist was von Look. Jawohl, ein Schnuller. Oh mein Gott, das ist dann quasi... Nee, in meiner Windeltorte war auch ein Schnuller von meinen Mädels. Und dann habe ich jetzt noch einen ganz kleinen. Oh Gott, ist der süß. My first Nook. Boah, ist der schön. Und der geht natürlich für Jungen sowie für Mädchen. Boah, der ist ja total schön. Danke. Den hätte ich auch genommen. So, vier Paketchen haben wir jetzt noch. Wahnsinn. Jetzt sind aber hier die Stilleinlagen drin, oder Stella? Jawohl, 100 Punkte. Da sind sie, die Stilleinlagen. Auch wieder von Babylove. Perfekt. Hier steht, rate mal. Das könnte vielleicht so eine Haarkur sein? Nee? Ich weiß es nicht. Hä, was ist denn das? Pee-Off-Maske. Boah, super. Oh, ich liebe Masken. Masken, ich bin ja voll das Maskenopfer, ne? Wisst ihr ja? Morgens der Postbote, der arme Kerl, der erschrickt immer. Cool. Die habe ich noch nie gesehen.
Mega. Sehr gut. Die wird morgen gleich drauf gemacht, wenn ich putze. Für mich die beste steht hier. Könnte eine Creme sein. Ah, was von Veleda. Calendula Babycreme. Okay, ist die dann für den Popo oder? Ja, genau. Schützt wirksam vor Wundsein im Windelbereich. Für zarte Haut. Ha, sehr gut. Also, ich glaube, ich brauche gar nicht mehr zu DM, oder? Ich hatte euch nämlich einen DM-Haul abgedreht mit Putzartikeln, also mit Putzprodukten, weil viele das sehen wollten. Und eigentlich bin ich los, weil ich fürs Baby eben Dinge kaufen wollte. Pflegeprodukte für die Wickelkommode und habe dann ganz viele Putzsachen gekauft. Aber ich glaube, jetzt bin ich auch hier versorgt. Jetzt brauche ich gar nicht mehr zu DM. Jede Nacht bei uns im Einsatz. Okay, was könnte das sein? Jede Nacht im Einsatz. Hm. Vielleicht so ein kleines Lichtchen? Ich weiß es nicht. Was ist das? Von Rea. Mommy and Me. Ach, hier steht LED-Stilllicht. Mega. Das ist ja mega. Ach, das macht man vielleicht dann so ans Bettchen, vielleicht ans Baby-Bay. Kann das sein? Und dann kann man das so anmachen, damit der Ehemann auch nicht aufwacht, ne? Vielleicht so gedimmt. Cool, dankeschön. Ach, da freue ich mich. Boah, ich habe so viele schöne Sachen jetzt bekommen. Der absolute Wahnsinn. Also hier ist jetzt nichts mehr drinnen. Es war auch echt so, so viel. Hier sieht es aus. Mega, oder? Ist das nicht krass? So, schaut mal, wie es hier aussieht. Und wie viele Sachen ich jetzt bekommen habe. Oh mein Gott. Der Wahnsinn. Und mit allem kann ich was anfangen. Alles voll mein Geschmack. Zu den Sachen hätte ich auch gegriffen. Ich trinke jetzt auch gleich nochmal. Und mache mir dann heute Abend einen leckeren Tee. Morgen eine Maske. Und das Baby ist auch voll ausgestattet. Echt. Also ein paar Kleinigkeiten brauche ich noch. Nagelschere wollte ich noch holen. Und ja, solche Dinge. Ja, da freue ich mich schon riesig drauf. Die Wickelkommode dann. Und das Kinderzimmer natürlich einzurichten. Und dann ist auch ein Teil von der lieben Stella mit dabei. Ja, herzlichen Dank wirklich an dieser Stelle. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Alles so, so herzlich verpackt. Da war jetzt so viel Liebe und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das auszupacken. Ich hoffe, dass es euch auch Spaß gemacht hat, einfach zuzuschauen. Ich würde mich jetzt riesig freuen, wirklich riesig, wenn ihr bei meiner Freundin Stella vorbeischauen würdet. Dann seht ihr eben auch, was ich ihr geschickt habe, welche Gedanken ich mir dazu gemacht habe. Und ja, das war echt mega. Stella, an dieser Stelle wirklich herzlichen Dank. Du hast dir so unglaublich viel Mühe gegeben. Du hast das alles so toll verpackt und da war so viel Liebe jetzt. Und es war alles so herzlich. Also vielen, vielen Dank. Wirklich, das ist für mich nicht selbstverständlich. Ich habe mich riesig gefreut. Und ja, eben auch, dass wir uns kennengelernt haben über YouTube. Da sieht man mal, dass da eben auch Freundschaften entstehen können, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ich bin völlig außer Atem, wie immer. Aber nicht mehr lange. Also, habt alle ganz viel Spaß bei den weiteren Videos und alles, alles Liebe. Tschüss!